Salut, bienvenue, mes amis, zu Kultes Theatertipps. Ja, ihr habt euch nicht verhört, denn heute werde ich mich einmal einer Theateraufführung widmen, die Anfang der 1990er Jahre uraufgeführt wurde und dessen Thematik ich als doch sehr diskussionsfähig und zugleich mutig wie auch interessant empfinde. Und wenn ich die Worte diskussionsfähig und mutig in einem Atemzug nenne, so könnt ihr euch jetzt vielleicht schon einmal denken, dass es sich bei diesem Theaterstück um kein Boulevardstück oder ähnliches handelt, sondern doch schon mehr um ein intellektuell anspruchsvolleres Werk. Die Rede ist von The Man Who Created AIDS, welches von Christian Anders geschrieben wurde und das er ab 1992 unter eigener Regie als ein Personenstück mit sich selbst in der Hauptrolle am Wilshire Boulevard in Los Angeles aufführte. Bevor ich nun jedoch damit beginne, näher auf das Theaterstück selbst einzugehen, geht wie immer ein ganz liebes Dankeschön über den Äther. Heute richtet sich mein Dank an Christian Anders, da es mir nur durch seine Genehmigung, diverses Theaterfilm- und Fotomaterial verwenden zu dürfen, möglich ist, dieses Video wieder so anschaulich wie nur irgend möglich für euch gestalten zu können. Zudem hat sich Christian Anders auf meine Anfrage hin dazu bereit erklärt, mir im Vorfeld zu diesem Video einige Fragen meinerseits zu beantworten, die im Zuge meiner Recherchen zu diesem Theaterstück aufkamen. Diese hat er mir per Videobotschaft zugesandt, sodass ich euch via Einspielern Christian Anders höchstpersönlich präsentieren darf. Von daher, lieber Christian, vielen herzlichen Dank von Kultes Filmwelt für deine Mitwirkung an diesem Video und deiner Genehmigung dazu, dieses Material hier unentgeltlich nutzen zu dürfen. Doch kommen wir nun erst einmal zur Vorbereitungsphase und zur Handlung dieses Theaterstücks. Zur Frage, wie lange die Vorbereitungsphase gedauert hat. Da kam jemand zu mir, der hat das Buch gelesen, The Man Who Created AIDS. Das war Platz 50 der Bestsellerlisten in Amerika. Und es handelt natürlich davon, dass aus Versehen jemand dieses Virus konstruiert hat. Er wurde eigentlich missbraucht. Und er hat nicht gewusst, dass er, indem er Kuh- und Schafvirus vereint, dass dadurch dieses AIDS-Virus entsteht. HIV, Human Immune Deficiency Virus. Aber am Schluss hat er es doch erfahren und konnte mit dieser Last, er wollte ohne diese Last sterben und hat dann gesagt, wie es dazu kam. Und das ist dort die Geschichte. Und da bin ich auch nur, ich saß nur da und dann kam diese ganze Geschichte zu mir. The Man Who Created AIDS war zur damaligen Zeit, thematisch gesehen, am Puls der Zeit und hochaktuell. Denn spätestens mit dem tragischen Tod des Sängers Freddie Mercurys, welcher am 24. November 1991 an dieser heimtückischen Krankheit sein Leben verlor, horchte die Welt auf und befand sich nahezu in einer Schockstarre. Zumindest habe ich persönlich, die ich zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt war, noch die Erinnerung daran, welche Angst die Menschen weltweit ergriff. Obwohl schon Jahre zuvor von dieser Krankheit, jedoch nur lapidar, berichtet worden war. Und ihr bereits zu dieser Zeit auch viele namhafte öffentliche Persönlichkeiten zum Opfer gefallen waren. Einer der bekanntesten Namen jener Epoche der 1980er Jahre war beispielsweise Schauspieler Rock Hudson. Doch mit dem jungen Sterben des Freddie Mercury begann so gesehen eine neue Zeitrechnung. Das Thema AIDS trat in den zentralen Mittelpunkt. Und das für einen langen Zeitraum. Und natürlich hat man sich gefragt, woher kommt denn diese Krankheit so plötzlich? Wie und wodurch ist sie entstanden? Was kann man dagegen nur tun? Wie kann man sich gegen sie schützen? Sterben wir jetzt alle nach und nach? Zumal es auf diese und mehr Fragen scheinbar noch so gut wie gar keine Antworten, geschweige denn Lösungen gab. Von daher muss man also konstatieren, dass es mehr als mutig und wichtig war, sich mit dieser Thematik auf künstlerische Weise auseinanderzusetzen, sich zu fragen, wie kann das passiert sein? Denn die Menschen wollten und brauchten Antworten. Man musste das Thema greifbar für sie werden lassen. Nicht um einen Boomerang zu haben, Gott bewahre. Doch man musste die Fragen der Menschen ernst nehmen und irgendwie erklären können. Denn die Krankheit war nun einmal da und irgendwie musste sie entstanden sein. Und da Christian Anders im Grunde genau zu diesem Zeitpunkt sein Theaterstück The Man Who Created AIDS uraufgeführt hatte, zumindest jedoch zeitnah, habe ich ihn im Zuge meiner Recherchen natürlich gefragt, wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, dieses brisante und damals wirklich hochaktuelle Thema fürs Theater umzusetzen? Zur Frage Nummer 1. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin überhaupt nicht auf eine Idee gekommen.
Egal was ich mache, ob ich komponiere, Texte, Theaterstücke schreibe, Bücher, ich sitze einfach nur da. Und ich warte, bis was passiert. Ich bin nämlich ein sehr fauler Mensch. Ich arbeite nicht gerne. Ich lasse arbeiten. Ich sitze also da, dann warte ich und dann schreibe ich es hin. So einfach. Natürlich darf man dabei nicht außer Acht lassen, dass, wenn es um solche oder andere Themen geht, andere Länder immer sehr viel aufgeschlossener sind als Deutschland. Diesen Umstand bemerkt man auch heutzutage, jederzeit. Sei es in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Wissenschaft oder Forschung. In unseren heimischen Gefilden hinkt man vor allen Dingen auch auf dem medizinischen Bereich, von europäischer Sicht aus gesehen, ganz besonders allerdings international betrachtet, um Weiten hinterher. Realistisch betrachtet zwischen 10 bis 20 Jahren. Von daher kann man also daraus schließen, dass Christian Anders von Glück sagen kann, sich dazu entschlossen zu haben, zu Beginn der 1990er Jahre in Los Angeles gelebt zu haben. Denn hier in Deutschland hätte man nicht einmal davon gewagt zu träumen, zum einen ein derartiges Buch dieser Thematik verfassen, geschweige denn veröffentlichen zu können. Und schon gar nicht hätte sich zum anderen ein hiesiges Theater trotz der künstlerischen Freiheit dafür hergegeben, ein solches Stück jemals aufzuführen. In Hollywood jedoch lief es gleich mal 100 Wochen, wobei es, laut Christian Anders, bei jeder Vorstellung ausverkauft war und es pro Aufführung zu unterschiedlichen Spiellängen kommen konnte. Dieses Theaterstück, The Man Who Created AIDS, lief 100 Wochen, jeden Tag ausverkauft. Das erfährt man in den Lügenmedien natürlich nicht. Ja. Die mögen mich nicht, die berichten nicht gerne über so etwas, was der Christian so alles gemacht hat. Darum freue ich mich, dass das jetzt hier mal ein bisschen bekannter wird. Zur nächsten Frage, wie lange das gedauert hat, ja, die Vorstellung. Diese Frage ist sehr gut und interessant, denn manchmal dauerte es eine Stunde und manchmal zwei Stunden. Es gab ja kein Drehbuch. Ich habe immer nur ein Buch gezeigt, The Man Who Created AIDS. Und dann habe ich mal gesehen, so wie mich das inspiriert hat. Oft waren Ärzte da, Krankenschwestern. Die haben dann Fragen gestellt, aber ich habe immer als Professor Schmulis geantwortet. Doch wie sahen eigentlich die Proben zu The Man Who Created AIDS aus? Und wie bereitet man sich generell auf eine Rolle vor, die einen letztlich um Jahrzehnte altern lassen muss? Es gab auch keine großartigen Proben. Ich hatte natürlich für mich zu Hause das schon einige Male probiert, habe mich geschminkt auf ganz alt, also so wie ich jetzt aussehe. Und hab das dann so mit der Kamera und Videoaufnahme, so dass ich also vorbereitet zu diesem in das Wilshire Theater in Hollywood kam und habe keine Proben gemacht. Gleich der erste Tag. Und in den nun folgenden Ausschnitten könnt ihr einmal einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie es ausschaute, wenn sich ein damals 47-jähriger Christian Anders in den rund gerechnet 60-jährigen, von Krankheit gezeichneten Epidemiologen Wolf Schmunes verwandelte. Und genauso beeindruckend das äußere Erscheinungsbild von Christian Anders letztlich daherkommt, ist eben auch dieses Theaterstück, The Man Who Created AIDS von ihm. Thank you.
Denn wie ich es zuvor schon erwähnt habe, muss man sich hierbei jederzeit vor Augen halten, dass zu der Zeit, als jenes entstand, eine völlig andere Zeitepoche zugegen war, eben Ende des letzten Jahrtausends, welches sich zu der Zeit zwar nur zu gerne hochmodern gab, doch wenn es um wirklich wichtige Dinge ging, versagte. In diesem Moment kam man sich als Normalo wie im Mittelalter vor. Wirklich hilfreiche Informationen waren so gesehen Mangelware. Die Wissenschaft und Forschung stand so gesehen noch am Anfang. Auch wenn es bereits spätestens ab 1978 zu Skandalen in Bezug auf diese Krankheit kam. Daher war es viel wert, dass jemand wie Christian Anders sich getraute, ein Buch zu diesem Thema zu verfassen, auch wenn es zu der Zeit nur auf dem amerikanischen Markt erhältlich war. Es gab zumindest Aspekte, was geschehen sein könnte. Wie gesagt, es gab keine Drehbücher, sondern es gab nur das Originalbuch. The Man Who Created AIDS. Und du siehst, wie hier das Wort Who, ja? Der Mann, der AIDS erschuf. Und da ist das Wort aufgeteilt. Dieses WHO. Muss ich mehr sagen? Und dann natürlich dieses Buch, das ist bis heute ein Bestseller. Deutsche Übersetzung von Elke Straube. Und da steht hinten ganz klar, AIDS wurde im Laboratorium erschaffen, Heilmittel für AIDS und Krebs existiert, warum Impfung gegen jegliche Krankheit wertlos und gefährlich ist. Berühmter Mediziner fragt hier in diesem Buch, sind wir bereits alle HIV-positiv? Und dann habe ich hier Zeugenaussagen von 6 unabhängigen Ärzten, die 300 Patienten von HIV-positiv zu HIV-negativ geheilt haben. Hier alles in diesem Buch Der Mann, der AIDS erschuf. Wie ihr nun gerade von Christian Anders selbst sehen und hören konntet, gibt es das Buch mittlerweile auch in deutscher Übersetzung zu erwerben. Und auch das englische Original ist heutzutage deutschlandweit zu bekommen. Doch wenn man nun schon rein aus zeitgeschichtlichem Interesse das gleichnamige Theaterstück sehen möchte, kann man dieses heute irgendwo sichten oder gar kaufen? Christian Anders hat die Antwort. Ja, es gibt eine DVD zu diesem Thema und auch eine Aufzeichnung des Theaterstücks. Und natürlich kann man das auch auf YouTube sehen. Einfach gehen auf Christian Anders Hollywood. Aber das ist Vergangenheit. Aber die Wahrheit, die ist immer da. Bis dahin, salut à bientôt, mes amis.